Die Hobbytheke mit Jan Putz. Herzlich willkommen hier in Lust in Hobbytheke zum Basteln mit mir, dem Jan Putz. Auch heute wollen wir wieder etwas total Sinnloses basteln. Wie Sie sicher bemerkt haben, durften waren etwas ruhig um die Hobbytheke. Denn zum einen waren die Batterien leer. Ja, natürlich die vom Akkuschrauber, was haben Sie denn gedacht? Zum anderen mangelte es an Zuschauereinsendungen, aus denen wir normalerweise unsere Basteleien heraussuchen. Also, ich vergaß, das ist ja nur audiovisuell hier. Wir haben ja kein Bild. Auf jeden Fall hatte ich jedenfalls die Lühzeit, mir die ein oder andere Spinnerei zu überlegen. Bevor das jetzt hier losgeht, muss ich aber mal eben kurz an meinem Bier nippen. Na denn, Prost erstmal. Ja, ist aber auch lecker. Es geht doch nichts über lecker Kölsch. Liebe Bastelfreunde, der Sommer ist da und die Sonne lacht. Jeder hat die Geburtstag, überall riecht nach Wurst. Daher basteln wir in der heutigen Folge etwas für unsere nächste Gartenparty. Jetzt denken Sie sicher, was kann das sein? Ein Kugelfischgrill oder vielleicht ein Bierzeltgarnitur? Ne, beides falsch. Die meisten denken aber immer nur an das Fressen und das Saufen. Leute, ihr vergesst das Wichtigste, das Pinkeln und das Kacken. Mann, na, jetzt habt ihr das, ne? Genau. Die Kacke muss ja irgendwo hin. Keiner hätte gern, wenn der Nachbar aus dem 22. Stock an den Yachtenzaun schifft, weil der Weg auf sein WC nicht mehr zu schaffen ist. Denn wie immer ist der Aufzug ausgerechnet heute kaputt. Und das geht dann auf jeden Fall in die Hose oder an Ihre Hauswand. Das muss nicht sein, denn ich bringe Ihnen die Lösung. Wir bauen uns ein nettes Dixie-Klo selbst aus Sperrholz. Als allererstes schachteln wir im Vorgarten ein Loch von einer Breite von ca. 1 Meter mal 1 Meter aus. Das Loch sollte so an die 5 Meter tief sein. 5 Meter, denken Sie? Hat der Jan zu viel an den Socken gerochen? Nein, liebe Freunde, ich erkläre Ihnen, warum wir das Loch so tief machen müssen. Ganz einfach. Je tiefer das Loch, je mehr Kacke passt rein. Und natürlich entsteht auch weniger Geruch. Das Vorteilhafte, da wir nach der Party das Loch ja wieder zuschütten, dass wir uns den Grubendienst sparen können. Übrigens, sollte der Hund oder die Katze eines Nachbarn mal das Zeitliche segnen und dieser beabsichtigen, doch sein Tier zu beerdigen? Keiner ist so bekloppt und buddelt so tiefe Löcher. Also wird unsere illegale Latrine nie entdeckt. Ein Tipp von mir, um die ganze Sache mal einfacher zu machen, lassen Sie die Nachbarskinder das Ding ausschachten. Geht nicht? Na klar geht das. Malen Sie mit einem Bleistift eine Schatzkarte mit einem dicken Kreuz an der Stelle der Grube. Fotokopieren Sie diese so 100 Mal und lassen diese ganz unauffällig auf verschiedene Spielplätze fallen. Unterschreiben Sie mit Herr Graf von Monte Cristo und ich gebe Ihnen Brief und Siegel, in circa einer Woche ist das Loch gebuddelt. Für die Faulen unter Ihnen, hier wird auch ein Routenplaner zum Ausdrucken. Die finden Sie im Internet, überall. Adresse einblenden wäre sinnlos, denn wir haben ja kein Bild. Vergessen Sie das Kreuz aber nicht, weil sonst hier wird nichts Loch, ist klar. Boah, das Sabbelte, das macht aber enorm durstig. Na dann Prost nochmal. Für den Bau unseres Toilettenhäuschens benötigen wir 5 Sperrholzplatten mit einer Größe von 2 Meter mal 1,20 Meter, 6 L-Winkel zum Verbinden der Wände sowie 2 Scharniere, ein Klappverschluss für die Tür, des Weiteren 4 Kalksandsteine, einen Akkuschrauber, Päckchen, Spackschrauben und eine Stichsäge. Zuerst verbinden wir die Sperrholzplatten miteinander. Dafür brauchen wir die L-Winkel, Spackschrauben und den Akkuschrauber. Wenn das verschraubt ist, sieht das Ding aus wie eine übergroße Kabadose. Auf der Seite, wo nachher der Eingang sein soll, sägen wir in voller Höhe mit einer Breite von 60 cm ein Rechteck aus. Dies ist später unsere Tür. Bevor wir die einbauen, sollten wir für Belüftung sorgen. Entweder Sie sägen oberhalb der Tür ein Loch rein oder getreu dem bayerischen Original ein Herzchen in die Türplatte. Diese befestigen wir mit den 2 Scharnieren, sodass die Kabadose wieder zu ist. Mit dem Klappverschluss kann der Toilettenbenutzer später die Türe von innen verriegeln. Also, bevor ich vergesse, schrauben Sie die Kabinenwände mit den Winkeln von außen an, sonst ist es Essig. Wie wollen Sie denn da wieder rauskommen, Mann? Nachdem der Umriss steht, legen wir in der Kabine links und rechts je 2 Kalksandsteine aufeinander und den Balken längs darüber. Fertig ist das Dixie-Klo und alles handgefertigt. In echt dauert das Ganze natürlich ein bisschen länger, darum habe ich da hinten schon mal was vorbereitet. Kommen Sie mit, folgen Sie mir. Mann, was ist das denn jetzt? Jetzt bin ich gestolpert, was ist das? Ein Balken? Das ist bestimmt ein Abfallstück von dem Klobalken. Naja gut, okay, aber über den Zaun weg ist es, damit sich hier keiner verletzt. Gucken Sie da, unser top schickes Klohaus. Und das Ding funktioniert wirklich, das kann ich Ihnen garantieren. Unser gesamtes Produktionsteam musste das Klo testen. Heute haben wir extra einen neuen Balken eingelegt, denn Hygiene steht bei uns an erster Stelle. Ich sag nur Ehek und Kohle gedrissen. Für den heutigen Test und für die Kamera habe ich mir extra einen Gast eingeladen.
Es ist der aus Berlin stammende ehemalige Gewerkschafter und Jägermeisterliebhaber Werner Winter, der den Königsthron zu uns einscheißen. Was habe ich gesagt? Also, Entschuldigung, einweihen wird. Herr Winter, darf ich bitten, the Klo is yours. Ba-ba-ba-ba-ba! Oh Gott, was ist denn jetzt los? Hawaii, ist der Kerl ohne die Bremse in ein Loch gefallen? Ich glaube, der Balken, den ich eben über den Zaun geschmissen habe, das war nicht das Reststück. Das war der Balken selbst. Und was machen wir denn jetzt? Jetzt ist Jutterrad teuer. Herr Winter, alles klar da unten? Warten Sie, wir holen Sie danach heraus. Ich verabschiede mich nur schnell bei den Leuten. Ich mache so lange aber die Tür zu. Oh Gott, jetzt ist das ganze Haus zusammengebrochen. Nun wissen wir auch, warum das dicke Volksmund den Namen Donnerwald trägt. Naja, die Idee war gut und ich hoffe, Sie konnten viel lernen. Vor allem, dass man auch so Kleinigkeiten wie den Balken nicht vergessen sollte. Und dass nicht alles, was auf dem Weg liegt, auch Müll ist. Meine lieben Freunde, das war's für dieses Mal hier in der lustigen Hobbytheke. Ich bin ja ehrlich, also ich fand das Haus ja nicht so dolle. Es war halt doch nur ein Scheißhaus. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, sagt ihr Hobbythekenmann, Jan putzt.